Name ist Benny Weiler und ich zeige euch heute an diesem wundervoll sonnigen Tag, wie ihr innerhalb kürzester Zeit ein tolles Menü für eure Lieben zaubern könnt. Das alles unter einer halben Stunde, super einfach, super schnell. Ich habe heute das Hammerprivileg, meine Küche hier nach draußen verlegen zu dürfen. Es ist super schönes Wetter. Wir haben heute Abend ein Volksfest mit tollem Feuerwerk, wo noch Freunde vorbeikommen. Und es gibt heute Abend meine Variante des absolut geilen American-Style-Burgers. Es gibt einen schönen spritzigen Krautsalat dazu, warme Cherry-Tomaten auf Rucola-Salat und dazu am Ende geeiste Erdbeeren. Dazu eine Mascarpone-Joghurt-Creme mit frischer Minze. Das Ganze wird top. Als erstes beginnen wir mit unserem Krautsalat. Dazu ein Weißkohl, den brauchen wir momentan nur zur Hälfte. Nehmt euch ein scharfes Messer, Acht geben auf eure Finger. Von oben einmal drauf klopfen und dann vorsichtig durchschneiden. Ihr habt hier diesen Strunk drin, der muss abgetrennt werden. Einmal so ein V-Schnitt, einmal in die Richtung, einmal in die Richtung und der kann weg. Dann nehmt ihr den Weißkohl, halbiert ihn einmal, das halbe Stück nochmal. Das gleiche. Wenn ihr jetzt eine Küchenmaschine habt, wäre das perfekt. Da einfach die feine Scheibe einlegen und das Ganze richtig schön runterraspeln. Es geht innerhalb von ein paar Sekunden. Hier muss ich habe es jetzt momentan leider nicht, deswegen nehme ich mein Messer. So fein hier sollte das mindestens sein. Wie gesagt, mit der Küchenmaschine kriegt ihr das super, super gut hin. Hier ist aber auch völlig in Ordnung, so kleine Stäbchen. Ich nehme jetzt eine Schüssel, packe hier schon mal alles rein. Wenn ihr sowas Großes habt wie den Kohl, dann ist es ganz, ganz besonders wichtig, dass wenn die Stücke sehr, sehr groß sind, ihr den dann auseinander nehmt. Sowas wie hier passt auf das Brett, das rutscht nicht mehr rum, das fällt nicht um und ihr hackt euch auch nicht mit den Fingern irgendwie mit dem Messer in die Finger. Jetzt nehmt ihr euch eine rote oder eine weiße Zwiebel. Ich habe mich für eine rote entschieden. Die sind etwas milder, wird aber gleich noch bearbeitet. Einfach kurz schälen. Enden abgeschnitten, hier kurz einen kleinen Schnitt, kann man die obere Schicht ganz einfach ohne große Mühe abnehmen. Und das auch bitte wieder in ganz feine Streifen schneiden, einfach nehmen, auflegen und runterhacken. Normalerweise bin ich nicht der Fan von Zwiebeln roh zu essen, weil die doch ziemlich scharf sind. Bei der roten Zwiebel, die ist ein bisschen milder und süßer im Geschmack und wir bearbeiten das Ganze gleich noch so, dass von der eigentlichen Schärfe der Zwiebel und dieser unangenehmen Note gar nichts mehr übrig sein wird und die richtig köstlich und fruchtig zu dem Krautsalat passen wird. Das Ganze packt ihr jetzt auch in die Schüssel rein, die Zwiebel. Ich sehe gerade, die Schüssel ist ein bisschen klein, weil ich das Ganze gleich richtig durchmengen will. Dann nehme ich mir hier eine große Schüssel, die wird auf jeden Fall reichen. Das Ganze hier, Weißkohl mit roten Zwiebeln, wer probiert? Das ist noch nicht so wirklich der Bringer. Weißkohl ist sowieso nicht jedermanns Lieblingsgericht. Und jetzt zeige ich euch, wie ihr das Ganze aufpeppt, dass es richtig geil wird. Ich nehme jetzt hier ein bis zwei schöne Zitronen. Drücke die einmal an, damit der Saft gut rauskommt. Und dann seht ihr schon am Brett, dass das Öl sich langsam, dass das Öl hier langsam aus der Zitrone rauskommt. Wenn ihr das reibt, das ist unbeschreiblich. Das riecht nach Sommer, nach Urlaub. Diese ganze Limonenduft. Diese ganzen Öl treten aus. Einfach nur halbieren und mit den Fingern die Kerne, die rauskommen, auffangen. Das zweite auch. Die Kerne auffangen. Und mit der zweiten genau das gleiche. Ich habe jetzt erstmal anderthalb genommen. Die schmecken das Ganze ab und wenn mir noch was fehlt, tun wir einfach noch was rein. Jetzt ist ganz, ganz wichtig erstmal, es gibt gleich noch Chili da drin. Macht die Chili jetzt noch nicht rein, weil ihr geht das jetzt richtig durch und ihr habt das, die Chili an den Händen, wenn ihr euch in die Augen fasst oder so. Das ist keine gute Idee. Deswegen jetzt, packt mir kurz die Schüssel hier hin. Normalerweise sagt man, Salat soll man nicht so hart anfassen. Immer sehr, sehr leicht durchwühlen. Bei dem hier, vergesst das Ganze. Das hier ist richtiger, krasser Krautsalat und er liebt es, wenn man ihn richtig durchnimmt. Das heißt, ihr geht da rein und ihr quetscht das Ganze so gut ihr könnt mit all eurer Kraft wie Wäsche zusammen. Ihr wollt, dass der ganze Saft da rauskommt und ihr wollt, dass die Zellstruktur vom Krautsalat kaputt geht, damit das Ganze richtig schön immer noch knackig bleibt, weil der Krautsalat wird sowieso knackig sein, aber ihr habt das Ganze total fruchtig und saftig und lecker. Wir haben das Ganze jetzt noch nicht gewürzt. Ich nehme schwarzen Pfeffer und schönes grobes Meersalz.
gutes natives Olivenöl extra. So ungefähr 3 bis 4 Esslöffel. Jetzt geht ihr hin und nimmt eine richtig peppige Chilischote. Ich nehme hier eine rote. Ich mag es ganz gerne ein bisschen scharf. Aber damit es nicht zu bissig wird, halbieren wir das Ganze und kratzen hier die Kerne raus, wo letztendlich auch die ganze Schärfe drin ist. Einfach kurz auseinanderdrücken, rausziehen, hier das gleiche, kurz das Kerngehäuse rausschneiden und die Kerne ausklopfen. Die einfach nehmen, auch in feine Ringe schneiden, in der wiegende Bewegung am besten, das heißt wie eine Eisenbahn. Zack und zack und zack, zack, zack. Guckt hier, dass ihr auch wieder ein bisschen dünner schneidet, damit es nicht allzu scharf wird. Aber wir haben jetzt schon die Kerne rausgenommen. Immer wichtig, bevor ihr das reintut. Ich weiß jetzt nicht genau, ob das zu viel ist. Deswegen nehme ich mir einfach hier so ein kleines Stück und probiere mal. Die ist richtig fruchtig. Kommt so ganz leichte Schärfe durch. Ist schon fast mehr Paprika-ähnlich. Ist super. Heute haben wir Mädels mit am Start. Vielleicht mögen die es nicht ganz so scharf. Deswegen ist das genau richtig. Jetzt sieht das Ganze schon ganz appetitlich aus, aber mir fehlt da ein bisschen Grün, mir fehlt dann noch ein bisschen der letzte Pfiff. Deswegen nehmen wir uns Blatt Petersilie, ein schönes fettes Bund. Ihr könnt das ruhig benutzen mit den Stielen, mit allem, da ist alles völlig in Ordnung, da ist gar nichts dran. Baut euch hieraus so einen kleinen Knödel, einfach schön zusammenrollen und auch wieder ganz fein hacken. Wenn ein bisschen was größere Stücke dabei sind, ist auch egal. Ist immer schön, wenn es Abwechslung gibt. Groß, klein, andere Formen. Die Leute lieben das und die Leute sehen das. Oh wow, es ist was Besonderes, es ist was anderes. Und die Leute wollen sowas haben. Deswegen einfach das hier nehmen, darüber streuen und zu guter Letzt nochmal schön durchgehen. Ihr braucht jetzt nicht mehr ganz so feste drücken, weil ihr habt eben schon den ganzen Saft rausgedrückt. Ihr könnt das trotzdem nochmal durchgehen. Jetzt ganz wichtig, probieren. Wenn noch irgendwas fehlt, ist das jetzt die letzte Gelegenheit, um das Ganze richtig geil zu machen. Deswegen hierbei fehlt noch ein bisschen Salz. Ihr habt diese spritzige Zitrone drin, ihr spürt das Olivenöl gut. Die Petersilie am Ende, das hat das Ganze nochmal richtig rund gemacht. Die Zwiebel ist total mild. Wenn ihr die Zwiebel esst, auch pur, die schmeckt überhaupt nicht mehr nach Zwiebel. Die hat so fast was Apfelmäßiges, was Mildes, was Süßes. Von der eigentlichen Zwiebel ist gar nichts mehr übrig. Noch ein bisschen Salz. Und noch ein klein bisschen von der spritzigen Zitrone. So ist der super. Ich nehme mir kurz eine Platte zum Anrichten. Und zu guter Letzt, damit das Ganze richtig schön aussieht, habe ich hier noch ganz normale Gartenkresse geholt. Durch eine Schere abschneiden, einfach nur darüber verteilen. Ein bisschen Schnittlauch und den ebenfalls schön darüber fallen lassen. So, das ist mein fancy Krautsalat. Super lecker, knackig und spritzig mit der Zitrone. Trotzdem so richtig saftig. Ich nehme den ganz kurz aus der Sonne, bis die Mädels kommen und dann geht es direkt weiter. So, als nächstes kommen wir zu unserem frischen Mascarpone-Joghurt-Dip. Dafür mache ich hier ganz kurz sauber. Dafür braucht ihr eine kleine Schüssel zum Anrichten später. Mascarpone und Joghurt natürlich. Gute Mascarpone, 250 Gramm. Die wird hier einmal komplett in die Schüssel befördert. Und dazu hier einen kleinen Becher Joghurt, 150 Gramm, komplett da rein. Erstmal mit dem Löffel ein bisschen homogenisieren, weil die Mascarpone ein bisschen fester ist. Jetzt kommt dazu ein kleiner Schuss Milch. Das reicht schon völlig. Falls euch das hier mit dem Löffel zu schwer ist, nehmt ihr euch ein kleines Hilfsmittel. Und zwar einen kleinen Schneebesen. Geht das Ganze ein bisschen einfacher und rückt den Ganzen damit zu Leibe. Schön, bis es eine Konsistenz hat. So, dann nehmt ihr euch eine Vanilleschote. Habe ich hier in so einem tollen Reagenzröhrchen. Die sind natürlich relativ teuer. Wer keine hat, kann auch Vanillezucker benutzen. Das geht eigentlich auch so gut, aber wer die finden kann, die sind quasi durch fast nichts zu ersetzen. Wir gehen jetzt hin und halbieren die. Und zwar wird die hier mit dem scharfen Messer einmal so längs aufgeschnitten.
kann man eigentlich relativ leicht durchfahren. Man merkt jetzt schon, wie das Öl aus der Vanilleschote rauskommt. Jetzt haben wir hier drin das Vanillemark, das einfach kurz rauskratzen mit dem Messer. Hier ebenfalls. Und das kommt so einmal da rein. Die Vanilleschote jetzt, die ausgekratzte, auf keinen Fall wegwerfen. Damit macht ihr euch den besten Vanillezucker überhaupt. Einfach nur in ein Glas Zucker draufkippen und der Zucker macht das Ganze von alleine. Es wird fein und nach Vanille, ihr habt den besten Vanillezucker. So, wir haben jetzt den Joghurt, Mascarpone, die Milch, die Vanilleschote drinne. Jetzt kommt noch die Limette. Kurz aufrollen, aufschneiden und einmal hineinpressen. Eine halbe reicht jetzt schon. Das Ganze soll nicht zu sauer werden. Darauf gehen jetzt noch so gute 4 Teelöffel brauner Zucker. Das Ganze schon mal verrühren. Am Anfang ein bisschen vorsichtiger sein. Nur leicht kitzeln, dass nicht komplett überschwappt. Und ihr seht jetzt schon, wie die kleinen schwarzen Pünktchen hier von der Vanilleschote da drin sind. Es wird so himmlisch. Jetzt geht dann noch ein bisschen frische Minze dazu. Das hier reicht schon völlig. Ein paar Blättchen eben zusammenknüddeln. Und fein runterschneiden. Minze einfach dazugeben. Kurz nochmal durchrühren. Und jetzt kommt das Beste, probieren. Und denkt darüber nach. Super spritzig. Die Limette kommt super durch. Aber es fehlt noch Zucker. Und dann nehme ich noch schön 2 kleine Teelöffel. Wenn ihr euch jetzt mal anguckt, noch so ein bisschen zäh. Gebt noch ein klein bisschen Milch dazu. Wirklich nur ganz wenig. Geht das Ganze nochmal durch. Und jetzt am Ende, damit das Ganze nicht so eintönig ist, wie eine Creme, kommen da jetzt Haselnusskerne rein. So gute 30, 40 Gramm. Kurz unterheben. Nochmal probieren. Perfekt. Das hier ist so lecker und passt hervorragend zu kleinen Kuchen, zu Plätzchen. Der absolute Hammer. Und ihr benutzt die Haselnusskerne. Nur ein klein bisschen davon. Zum krönenden Abschluss nehmt ihr ein klein bisschen Honig mit dem Löffel rein. Und ihr wartet ab, bis es ein ganz feiner Strahl wird. Und dann geht ihr darüber. Wenn es jetzt so ein feiner Strahl ist, einfach nur damit beträufeln. Wunderschön. So, als nächstes kommen wir zu unseren Self-Made American Style Burgern. Und dafür haben wir erstmal schönen Kopfsalat. Der muss erstmal gewaschen werden. Wir sind hier im Garten, also am naheliegendsten liegt der Gartenschlauch. Nehmt euch einfach ein Geschirrtuch, packt es da rein, macht euch so einen kleinen Sack, schön zusammenhalten und dann einmal kräftig Salat schleudern. So, die groben Blätter von außen nehmen wir jetzt ab, dass wir nur noch den schönen Kopf hier haben. Nehmen uns hier schöne Stücke schon mal weg. Wir brauchen hier gar nicht groß zu schnibbeln, es ist einfach Pflücksalat. Legen uns den schon mal bereit später für die Burger. Wichtig ist, dass ihr ihn genug getrocknet habt, da sonst die Burger einfach weich werden. Schrunk einfach rausdrehen. Die packe ich erstmal zur Seite. Jetzt machen wir uns zu den Burgern. Dazu eine Schüssel. Gutes Bio-Hackfleisch von dem Metzger eures Vertrauens. Ich habe das natürlich gerade direkt frisch aus der Kühlung geholt. Ein Ei dazu. Bisschen Salz. Und schwarzer Pfeffer. Nicht zu viel Salz, weil sonst das ganze Salz dem Rindfleisch die ganze Flüssigkeit entzieht und das Ganze ziemlich trocken wird. Eine Chili, reinschneiden in Ringe. Danach noch ein bisschen wiegen, damit es nicht zu groß ist. Was ich euch eben schon gesagt habe, gilt natürlich auch jetzt. Erstmal ein klein bisschen probieren. Geht schon deutlich mehr Feuer als die von eben. Das heißt, hier reicht auch schon eine kleinere Menge. Wow. Ist richtig scharf. Ich nehme nur die Hälfte. Das kleine bisschen hier reicht schon. Ich werde nochmal benutzen. Dijon-Senf. Ein Esslöffel. Und ein bisschen
frischen Basilikum. Nehmt ruhig ein bisschen was mehr. Das Ganze durchhacken. Einfach drauf loshacken. Und das Ganze jetzt gut durchmengen. Das beste Arbeitswerkzeug immer noch eure Hand. Also mit der Hand gut da durchgehen. Es gibt kein besseres Werkzeug, um Hack zu zerkleinern und zu vermischen, als mit den Händen. Wie so eine Schaufel. Einfach durchmanschen. Zum Schluss gibt er noch einen kleinen Schuss gutes Olivenöl rein. Nicht so viel, nur ganz bisschen. Nochmal durchgehen. Alles schön abstreifen. So, jetzt einmal Hände waschen. Schnappt euch eure Pfanne. Mal vorheizen. Gutes Olivenöl da rein. So. Bis die Pfanne heiß ist, geht relativ schnell, schäle ich mir kurz eine rote Zwiebel. Und das werden die besten karamellisierten Zwiebeln, die ihr je gegessen habt, auf eurem Burger. Fein in Ringe schneiden. Schöne feine Ringe. Kurz mal die Pfanne überprüfen. Ich brauche noch einen kleinen Moment. Wenn ihr hier guckt, das Olivenöl muss so leicht anfangen zu simmern und so ein bisschen Struktur hier gewinnen. Dann ist es heiß genug. Ich warte noch, weil das Ding muss einfach brüllend heiß sein. Wir wollen schöne karamellisierte obere Fleischkruste haben, die dann einfach ein geiles Endbild ergibt. Ich habe mir gerade noch eine Schüssel mit Wasser fertig gemacht. Einfach kurz eine Hand gut anfeuchten. Und mit der Hand macht ihr dann jetzt eure Masse. Durch ein gutes Stück von eurer Hackmasse in die Hand. Fangt an, es zusammenzudrücken und ein bisschen zu rollen. Danach schön Zentimeter große Bulette hier mit Form. Sowas wollt ihr am Ende haben und das dann direkt in die Pfanne geben. Ich hatte jetzt hier 400 Gramm Hack. Mit den Gewürzen ungefähr 450 Gramm. Das heißt, eine hat ungefähr 120, 125 Gramm. Und ihr könnt jetzt schon sehen, wie es hier unten anfängt, Farbe zu nehmen. Wir brauchen hier ungefähr 1,5 Minuten pro Seite. Ich habe hier Bacon gekauft. Wir schieben das Ganze so ein bisschen zusammen. Und geben in die eine Seite unseren Bacon. Einfach hineingeben. Der knuspert ganz von alleine auf. So, einmal kurz überprüfen, einmal kurz anheben hier, perfekt, so soll das Ganze aussehen. Schön karamellisiert, knusprig, lecker. Bacon auch, das Ganze jetzt klein bisschen runterstellen. Wir machen uns jetzt an die Relish, dafür brauchen wir getrocknete Tomaten. Gerne auch mit dem Öl. Fein durchhacken, einfach zerhacken. Immer gut eure Lieblinge da im Auge behalten. Hierzu geht noch ein bisschen Basilikum. Einfach dazugeben. Ein bisschen Rest von der Chili von eben. Im Asialaden könnt ihr hier noch Chili-Soße kaufen. Davon ein paar Spritzer reingeben. Wer es nicht ganz so scharf mag, kann auch Ketchup nehmen. Aber ich finde es toll so. Und deswegen nehme ich die Chili-Soße. Schaut euch mal an, wie geil hier dieser Speck ist. Richtig schön kross. Knuspert das Ganze auf. Die Burger dreht ihr jetzt einfach mal einmal um. Und auf die eine Seite kommen jetzt die Zwiebeln, die ihr geschnitten habt. Und die saugen den ganzen Bratensaft jetzt auf. Füllt euch jetzt noch braunen Zucker. Gebt den über die Zwiebeln. Ein bisschen Meersalz dazu. Seht mal, wie hammergeil diese Zwiebeln jetzt schon aussehen. Also Relish ist schon ganz gut, fehlt aber noch ein bisschen Pep, deswegen kommt noch ein bisschen Limettensaft drauf,
Eine Knoblauchzehe einfach ungeschält rein und die wird da durchgepresst. Eben habe ich noch Cheddar-Käse gekauft. Cheddar-Käse kann man eigentlich überall bekommen. Wenn ihr keinen bekommen solltet, könnt ihr auch ohne weiteres Gouda oder irgendeinen anderen Käse nehmen. Aber ich bevorzuge diesen herrlichen Cheddar-Käse hier. Den direkt auf die Burger geben. Und das Ganze schmelzen lassen. Als nächstes kommen die Zwiebeln raus. Das Fleisch kommt kurz zum Ruhen aufs Brett. Ihr seht jetzt, wie diese großen Fleischmassen von eben jetzt zu kleinen, kompakten, süßen Burgern geworden sind. Die all diesen geilen Saft von den Zwiebeln und Cheddar-Käse aufgenommen haben. Bitte vergeudet das hier nicht. Das, was ihr hier in der Pfanne seht, ist pures Gold für euren Geschmack. Deswegen geht ihr jetzt hin, wieder zurück auf den Herd. Nehmt eure Burgerbrötchen. Vier Burgerbrötchen für vier Fleischburger. Halbieren. Die werden jetzt einmal mit in die Pfanne gelegt. Und zwar mit der Oberseite nach unten. Vorher, wenn es ein bisschen zu trocken geworden sein soll, einfach wieder ein bisschen Olivenöl rein und kurz quasi aufknuspern und toasten lassen. Wenn eure Brötchen jetzt hier drin sind und schon wie hier ein bisschen Farbe genommen haben, dann geht hier hin, die Pfanne ist immer noch heiß, nehmt euch ein bisschen von eurem Wasser und seht ihr, was passiert? Es verdampft sofort. Das heißt, ihr nehmt euch euer Wasser, sprinkelt es ein bisschen rein und haltet ganz kurz den Deckel drauf, dann kriegt ihr eine richtig schöne glasige Form auf eurem Brötchen. Sofort habt ihr eine kleine Atmosphäre, die die Brötchen später himmlisch macht. Nochmal ein Saunagang. Alles klar, die sind soweit. Seht ihr, wie schön glasig sie hier geworden sind? Genau das wollt ihr. So, eure Relish packt ihr ganz kurz zur Seite. Ihr nehmt eure Burgerbrötchen. Packt da euren tollen Kopfsalat drauf. Nehmt ihr euch was von eurer Relish? Schöne rauchige Aroma zusammen mit der Relish hier, dem Burger, das Knoblaucharoma. Habe ich dem letzten ein bisschen zu viel geklaut. So. Darauf kommen jetzt die Burger. Wir nehmen unsere Zwiebeln. Schön karamellisiert und köstlich. Jetzt kommt der geknusperte Bacon oben drauf. Und zum Schluss nehmt ihr eure Burgerbrötchen und reibt damit nochmal schön über euer Brettchen. Die ganzen Aromen nicht verschwendet werden, sondern alle ins Brot aufgesogen werden. Das kommt oben drauf. Ich zeige euch mal, wie einer von innen aussieht. Das ist das, worauf ihr die ganze Zeit gewartet habt. Damit kann der Sommer beginnen, damit kann das Feuerwerk losgehen und hiermit macht ihr das geilste Essen für eure Freunde, was sie jemals hatten. So, jetzt noch ganz schnell zu den Cherrytomaten. Lauwarme Cherrytomaten auf Rucola-Salat. Deswegen ein bisschen Olivenöl in die Pfanne. Wir brauchen ein bisschen Rosmarin-Thymian dafür. Ein schöner Zweig Rosmarin und ein bisschen Thymian reicht schon. In die Pfanne geben. Ihr hört schon, wie das aufknuspert. Nehmt ihr euch nochmal eure Knoblauchpresse. Eine schöne Knoblauchzehe. Die geht direkt mit da rein, damit das Ganze jetzt nicht sofort anbrennt. Geht ihr hin und schmeißt direkt den Strauch hinterher. Macht ein paar Rispen einzeln. Ich finde es super schön, wenn das Grün da dran bleibt. In dem Fall, es wird sowieso nicht mitgegessen.
aber es gibt einen geilen Effekt. Jetzt nochmal schön braunen Zucker darüber, schwarzer Pfeffer und ganz wichtig, tomatenlieben Salz, also Meersalz. Das Ganze noch mit dem Spritzer Limettensaft ablöschen, vom Herd nehmen. So, jetzt packe ich mir noch den Rucola aus der Verpackung raus, der ist schon gewaschen. Damit muss ich quasi nicht mehr so viel machen. Den streue ich jetzt hier als Dekoration und gleichzeitig als Salat auf mein Brett. Eure Gäste können sich später selbst nehmen. Vom Rucola, die Burger zwischendrin. Und jetzt kommen die Tomaten einfach drauf. Inklusive Rosmarin. Am Ende noch ein bisschen Olivenöl drüber. Meersalz, der Rucola ist ja noch gar nicht gewürzt. Und einen kleinen Spritzer. Zitrone darf auch nicht fehlen. Nicht zu viel. Einfach nur ein bisschen damit anmachen. Nehmt ruhig die andere Zitrone und packt die dekorativ mit dabei. Kann jeder sich das auch nochmal selber machen, wie er möchte. Zu guter Letzt habe ich hier noch Sprossen gekauft. Ich finde, die machen besonders gut was her. Hat nicht unbedingt jeder. Die könnt ihr dann nochmal benutzen. Und überall so kleine Päckchen drauflegen. Lila, grün, wie ihr Lust habt. Ich habe die Mascarpone-Joghurt-Creme aus dem Kühlschrank geholt. Die letzten Vorbereitungen, nur noch schnell das Dessert, ganz, ganz einfach. Hat mir hier so einen Sack Eiswürfel geholt. Frisch gewaschene Erdbeeren. Nehmt die einfach mit dem Grün. Kann jeder sich später selber abmachen. Sieht viel, viel schöner aus. Die Leute können es am Stiel nehmen, in den Mund stecken. Wieder ein bisschen Eis drüber. So, die Mascarpone-Creme kommt hier drauf. Nehmt euch hier Kekse, ist eigentlich relativ egal, welche ihr nehmt. Ich habe ein bisschen crunchigere genommen, ein bisschen härtere. Das sind jetzt Dinkelkekse. Die sind eigentlich super. Ich würde nicht so süße nehmen, weil ihr schon super viel Süße in der Creme habt. Richtet die einfach hier an. Fertig ist euer Dessert. Geeiste Erdbeeren mit Mascarpone-Joghurt-Creme, geilen, crunchigen Keksen. Und wie das gegessen wird, zeige ich euch jetzt. Ihr nehmt euch so einen Keks hier, nehmt dann etwas von der Mascarpone-Creme oben drauf. Erdbeere, Stiel macht ihr ab, am Ende mit dem Löffel. Schön den Honig darüber. Und das ist so verdammt gut, Leute. Das muss jetzt gegessen werden. Deswegen auf einen Tisch. Fertiger Krautsalat mit roten Zwiebeln, Zitronen, richtig frisch, richtig lecker. Dazu meine Variation des amerikanischen Selfmade-Style-Burgers. Dazu gibt es lauwarme Tomaten auf Rucola-Salat. Und zu guter Letzt unser geiles Dessert aus geeisten Erdbeeren mit leckerer Mascarpone-Joghurt-Creme, Minze und schönen Cookies. Da kann der Sommer kommen. Got the feeling in your soul.